Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Bührer 6105 und 6135. Dieser Mod kam ja schon vor einer Weile raus, und in diesem Video möchte ich euch diesen mal genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Kompakttraktoren. Der Autor von dem Mod hier heißt Weekend Farmers T4XS und die Modgröße beträgt ca. 20,29 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Beim Erstkauf von diesem Mod hier braucht ihr ca. 17 Slots auf der Konsole. Jeder weitere Kauf wird euch mit einem Slot belegt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal unter Mods und DLCs an. Und dann gehen wir hier immer in die Liste rein und da haben wir schon den Bührer. Der Bührer kommt standardmäßig mit 100 PS daher, manuelles Getriebe, kann 90 Liter Diesel laden und fährt ca. 25 km/h. Wiegt 3,8 Tonnen und kostet euch in der Standardversion 39.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier zum Beispiel wählbar die Getriebeauswahl, den 6105 mit 25 km/h, dann mit 34 km/h oder den 6135 mit 40 km/h, den 6105 mit 25 km/h, Getriebe für Automatik, 6105 mit 34 km/h, Getriebe für Automatik, 6135 mit 40 km/h, Getriebe Automatik oder halt wieder 6105 mit 25 km/h. Reifenhersteller haben wir hier aktuell auch wählbar: Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, Fredestein, BKT, Nukian und wieder Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir hier wählbar die Reifenvariante, Standard, Breitreifen, Radgewichte, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten 2, Zwillingsbereifung hinten und vorne sogar, Pflegebereifung, Zwillingspflegebereifung sogar hinten oder halt wieder Standard. Bei Michelin haben wir hier wählbar die Breitreifen, dann Breitreifen und Gewichte oder halt wieder die Breitreifen. Dann kommen wir hier zu Continental, da haben wir hier wählbar Standard, Breitreifen, Radgewichte, Breitreifen und Gewichte oder halt wieder Standard. Bei Mitas haben wir hier wählbar auch Standard, dann haben wir die Breitreifen wählbar, Radgewichte, Breitreifen und die Radgewichte oder halt wieder Standard. Fredestein haben wir natürlich auch dabei mit Standard, Breitreifen, Radgewichte, Breitreifen und die Gewichte oder halt auch Standard. Dann kommen wir hier zu BKT, da haben wir hier Standard wählbar, Pflegebereifung, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten und vorne oder halt auch gerne Standard. Und dann haben wir hier noch Nukian, da haben wir hier auch wählbar mit Standard, Radgewichte hinten oder halt Standard. Und dann kommen wir wieder hier zu Trelleborg. Dann haben wir hier aktuell wählbar die Kotflügel vorne mit wählbar ja oder nein, Überrollbügel wählbar nein, in weiß einmal, in gelb oder in grau oder nein. Werkzeugkiste haben wir hier auch wählbar mit ja oder nein, also diese blaue Kiste an der Seite. Zugmaul hinten Anthrazit, wenn man sieht das ja, oder die Hauptfarbe oder halt wieder Anthrazit. Frontladeranbau haben wir hier wählbar aktuell nein, dann Hauer und Stoll. Jetzt müsst ihr aufpassen, in der Mod-Beschreibung steht drin, dass die Konsole von der Frontladeranbau Hauer nicht an die Standardkonsolen dran passen. Also da passt kein Standard-Frontlader dran.
Da müsst ihr im Prinzip euch dann entweder bei dem Mod hier das Modpack Hauer VX95 laden. Dieses gibt es aber nur für PC. Oder ihr ladet euch im Prinzip die Stoll-Konsole hier und verändert dann hier den Frontladeranbau auf Stoll. Und könnt dann halt zum Beispiel auch die Standardsachen dran bauen oder halt auch den Mod, zum Beispiel Stoll Super 1. Dieses gibt es natürlich für Konsole und für PC. Könnt ihr dazu laden und dann den Frontlader auch anbauen. Wie gesagt, bei Stoll gehen alle Standard-Frontladeranbauten dran. Bei Hauer allerdings nicht. Da braucht ihr den bestimmten Mod dafür. Diesen gibt es leider nur für PC. Dann haben wir hier noch die wählbare Farbe, die Hauptfarbe. Zum Beispiel von grün auf schwarz. Na, hier ändert sich natürlich auch hinten die Anhängerkupplung. Dann haben wir hier aktuell grün in 2. Schwarz in 2. In grau. Oder halt auch in grün 3. Motorhaubenfarbe ist hier auch wählbar. Von gelb auf grün. Von grün auf gelb 2. Von gelb 2 auf grün 2. Von grün auf schwarz zum Beispiel. Oder halt hier auch wieder von schwarz auf grün 3. Und dann haben wir hier noch die Sitzfarbe wählbar. Von schwarz auf gelb. Von gelb auf rot. Von rot auf grün. Oder halt hier in grün 2. Also passen im Prinzip zur Hauptfarbe. Kühlergrillfarbe ist auch hier wählbar. Okay. Von schwarz auf grün. Von grün auf gelb. Von gelb auf grau. Oder halt auch hier in grün 2. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt die Felgenfarbe. Von Standardgelb auf Gebrauchtgelb oder halt hier in Rot zum Beispiel. Dann kostet euch dieser Traktor hier in dieser Konfiguration 41.500 Euro. Ich habe mir mal hier ein paar Traktoren hingestellt in der Standardkonfiguration mit Verfarbwahl, ohne Farbwahl und mit den verschiedenen Frontladeranbauten. Ne? Hier haben wir natürlich die Hauer-Konsole und hier haben wir ein paar Mod-Konsolen. Also diese ist Standard, aus dem Standardspiel und diese hier ist aus einem Mod. Super Stoll 1 und Stoll Paket. Das zu finden natürlich auch wiederum in der Mod-Liste. Hier drunter, also ganz unten aktuell, entweder das Stoll-Frontlader-Paket oder das Stoll Super 1. Natürlich sind die Geschmäcker total verschieden. Das als Beispiel. Das könnt ihr natürlich auch dran bauen. Dann haben wir hier zum Beispiel mal, ich nehme jetzt einfach mal einen Führer hier raus. Die Innenansicht. Ne? Und natürlich die Außenansicht. Wir fangen natürlich standardmäßig immer mit dem Licht an. Hier haben wir zwei nach hinten gerichtet. Dann haben wir hier zwei Strahler hier vorne natürlich. Dann haben wir hier noch zwei Strahler nach hinten. Und natürlich hier das Blinker hinten links. Hier in der Kabine. Also am Kotflügel für vorne links. Hinten rechts. Und an dem Kotflügel noch. Und dann haben wir hier sogar noch an dem Kotflügel, wenn man das jetzt sieht, unter diesen Bührerzeichen haben wir ja natürlich auch noch zwei Lampen. An den Kotflügel, sowohl hinten als auch vorne, sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Die Spiegel haben wir hier auch dabei. Ne? Da können wir auch reingucken hier. Wurden auch noch dran gebaut. Und hier haben wir so kleine Sachen, worauf man halt achten muss und so weiter. Ne? Regelungen wichtig. Halt immer so Kleinigkeiten. Dann würde ich einfach mal sagen, starten wir den Motor und gucken uns mal, wie der sich so anhört. Okay.
Ist auf jeden Fall auch interessant gemacht. Und jetzt noch dabei Beachtung, wir haben hier in der Tastenbelegung noch auf Beifahrersitz wechseln. Das passiert allerdings dann nur, wenn ihr dieses Kubota-Pack habt. Da könnt ihr im Prinzip hier auch auf den Beifahrer euch hocken, ne? Und könnt da mit eurem Kollegen oder so mitfahren. Ist auf jeden Fall auch interessant gemacht. Oder ihr lasst den Helfer laufen und sagt, jo, ich fahre jetzt mit dem Helfer mit. Könnt ihr euch natürlich auch drauf hocken. Das geht natürlich auch. Wir wollen allerdings nochmal die Frontrunner-Konsolen ausprobieren. Wir haben ja aktuell jetzt die Stoll gewählt. Und haben hier jetzt zum Beispiel jetzt das Quicke Standard dabei. Ja, dann könnt ihr einfach hier hinfahren und euch das Ganze anhängen. Ja, wo wir ja eine Stollkonsole haben jetzt. Das ist jetzt Quicke Anbau, der passt auch gut dazu. Ja, auch passend hier an dem Auspuff vorbei. Ja, ist alles millimetergenau gemacht. Zack. Und dann kommen wir hier zu den Mod-Konsolen, also diese Stoll als Mod. Hier jetzt Super Stoll 1. Hier habt ihr jetzt allerdings dieses Gestänge noch da hängen. Ne? Das ist von dem Mod so gewollt. Da könnt ihr den Frontlader zuklappen oder aufklappen. Ne? Wir hängen den zum Beispiel jetzt wieder ab. Ne? Stoll Super 1. Und hängen den wieder an. Da habt ihr immer noch dieses Gestänge da hängen. Dann macht ihr einfach Folgendes. L1 und X. Könnt ihr dieses Gestänge hochklappen. Dann könnt ihr damit arbeiten. Zum Beispiel. Wenn ihr allerdings das jetzt wieder hier abkoppeln wollt, dann senkt das so weit es geht nach unten und drückt L1 und X für aufklappen. Zack. Wenn ihr das Prinzip hier wieder abhängen und dann wieder wegfahren. Ist auch eine interessante Sache für den Traktor hier. Dann haben wir noch hier einen anderen Stoll-Mod dabei. Da müssen wir immer genau dran fahren. Das Stoll FZ30. Ja, je nachdem, wie groß die Sachen hier sind, ne, passen die drauf oder passen eher nicht so drauf. Da müsst ihr halt auch nachgucken, dass das Ganze halt nicht zu groß wirkt. Ja, was ja dann auch unpassend ist. Sieht auch interessant aus, ist auch Millimeter am Auspuff vorbei. Ne? Und kann man halt auf jeden Fall auch gut benutzen. Wir können allerdings auch gerne mal den Hauer ausprobieren. Ne? Aktuell haben wir ja hier auch diese Innenbeleuchtung. Blinkerhebel. Ne? Auch interessant gemacht. Und dieses allgemein, diesen Sound, der ist auch schon cool gemacht von dem Traktor hier. Hier haben wir aktuell einen Hauer Frontlader. Da haben wir den jetzt im Prinzip jetzt als Hauer gewählt. Und wir fangen jetzt zum Beispiel mal mit dem Standard an. Weil, wie gesagt, der Hauer passt nicht an die Konsolen, also an die Standard Frontlader Sachen. Weil hier sieht man ja, ich kann hier machen, was ich will, es passt nicht. Fahren wir mal zu den Mod dran, ob der auch nicht passt. Als Beispiel. Ja, und man sieht da, er passt auch nicht dran. Aber der Sound, der ist ja schon interessant gemacht. Der ist ganz hart was von dem Bührer hier. Wie gesagt, bitte Beachtung wegen diesem Frontladeranbau. Ne, bei dem Hauer braucht ihr diesen Mod, der allerdings nur für PC ist. Oder ihr nehmt einfach das Stoll-Frontladeranbau, wie ich es hier jetzt genommen habe. Und dann könnt ihr halt auch die Standardsachen anbringen. Wie gesagt, ihr könnt halt auch gerne die Mods dazu nehmen, passend dazu. Stoll FZ oder halt Super Stoll 1 hier damit. Da sind die Geschmäcker natürlich auch total verschieden dazu. Aber wie gesagt, bitte beachtet drauf,
Nicht, wenn irgendwo was Fehler schmeißt und ihr denkt euch, warum passt das jetzt nicht? Der Mod an sich ist auch interessant gemacht, der Sound ist auch cool gehalten, ne? Und wenn wir mal eine Karte spielen, eine kleinere, werden wir den Mod mal auf jeden Fall mal komplett ausführlich testen. Hier sieht man auch sehr viel Detail, Turbolader, Abgasstrom, Lichtmaschine, ne? Halt, was man halt am Motor und so alles sehen kann. Ne? Hier Luftfilter und Co. Einspritzanlagen, Lüfter. Ne? Und wie gesagt, man kann hier natürlich auch als Beifahrer fahren mit. Das Ganze halt nur mit dem Kubota DLC. Wie gesagt, an sich ein schöner Mod. Ne? Und wenn man gern einen Mod halt mit verschiedenen Konfigurationen haben möchte, dann ist der hier auf jeden Fall richtig. Für knapp 20 MB kann man auch nichts sagen dazu. Und wenn man halt auch gern mal auf andere Farben steht, kann man sich den auf jeden Fall laden. Das war's dann aber leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Falls ihr dann noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir natürlich bitte in die Kommentare. Falls ihr dann noch Fragen habt oder so, oder halt noch gern Mod-Vorstellungswünsche oder halt andere Dinge, könnt ihr euch auch gern unten in die Kommentare die Sachen halt reinschreiben, was ihr halt euch wünscht und und. Besuche mich gerne noch auf Twitch oder auf meinem Discord-Kanal. Da kommen halt immer Neuerungen dazu oder halt was aktuell so in ist. Neuigkeiten und Co. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.